Tims Lieblingsbeschäftigung momentan: Penisse an die Tafel malen. Wäre da nicht sein Biolehrer, Herr Ernst. Tim, da du gerade schon dabei bist, ich würde sagen, nächste Woche im Biologieunterricht hältst du ein Referat über die männlichen Geschlechtsmerkmale. Jetzt wird's unangenehm. Zum Glück darf Tims Freund Isa mitmachen. Die beiden merken, dass sie gar nicht viel Ahnung haben, obwohl es sie selbst betrifft. Also auf in die Rechercheschlacht! In diesem Video erfährst du von den beiden etwas zum Thema Geschlechtsorgane des Mannes und weitere Geschlechtsmerkmale. Auf geht's! Kommt ein Mensch zur Welt, wird zunächst an den äußeren primären Geschlechtsmerkmalen festgemacht, welchem Geschlecht das Baby biologisch betrachtet zugehörig ist. Mit primären Geschlechtsmerkmalen sind grundsätzlich die äußeren und inneren Geschlechtsorgane gemeint, die jeder Mensch von Geburt an besitzt. Die männlichen wollen wir uns nun einmal genauer ansehen. Äußerlich sichtbar sind bei Jungen und Männern der Penis und die beiden Hoden, wie ich bereits mit meinem Tafelbild von letzter Woche angedeutet habe. Der Unterschied zu meinem Kunstwerk: die Hoden sind meist nicht gleich groß und liegen in einem Hautbeutel, dem Hodensack. Im Hodensack liegen die Nebenhoden, wie es der Begriff verrät, neben den Hoden. Im Hoden werden die Spermienzellen gebildet, also die männlichen Geschlechtszellen. Im Nebenhoden werden sie gespeichert. Über den Spermien oder auch Samenleiter genannt, beginnen die Spermienzellen ihren Weg nach außen. Dabei passieren sie die Bläschendrüse und die Prostata. Beide Drüsen bilden Flüssigkeiten, die zu den Spermienzellen hinzugegeben werden. Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgabenchat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen.